Das ist natürlich so, dass man das jetzt nicht von heute auf morgen so einfach mal, dass man Gedanken kommt, man steht morgens auf, ach so, ah ja, das erfinden wir jetzt. Ja. Das ist ein Entwicklungsprozess. Ja. Hallo, willkommen auf der 7P Ranch. Ich freue mich sehr, heute Christoph Rieser bei uns begrüßen zu dürfen. Christoph ist unter anderem Pferdezüchter, Sattler, Kunst- und Goldschmied. Und vielen ist sicher die Sattlerei Rieser ein Begriff. Christoph ist aber nicht nur Sattler, sondern auch ein richtiger Erfinder. Und jetzt starten wir mit Christoph bei Null. Und zwar würde mich interessieren, Christoph, wie du denn zum Pferd gekommen bist. Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Meine Eltern haben damals 1968 auch Isländer, die ersten Exoten hier in Deutschland rübergeholt. Also ich bin mit Pferden aufgewachsen. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das zieht sich durch mein ganzes Leben halt, die Pferde. Sehr schön. Und Sattler ist dann der erste Beruf, den du erlernt hast? Nein, ich habe zuerst Kunstschmied gelernt. Danach habe ich eine Lehre gemacht als Goldschmied und während der Kunstschmiedezeit habe ich schon angefangen, so hobbymäßig Leder zu verarbeiten und bin dann so ein bisschen da reingerutscht. Dann kamen so die Equitana, man hat so mal die ersten Western-Sättel gesehen. Ich habe damals auf der Equitana, so glaube ich 78 oder 76, einen ersten Western-Sattel gekauft. Okay. Und das fand ich alles sehr spannend. So eine der ersten Erfindungen war das Sattelgitter. Richtig, das heißt, ich habe dann in 1978, 79 angefangen, so hobbymäßig Sättel zu bauen. Auch dann die Sattelbäume schon selber hergestellt. Und dann ging es natürlich darum, dass ich nicht irgendwas herstelle, sondern das sollte natürlich auf die Pferde passen, die da vor Ort waren. Mhm. Also habe ich mir da Gedanken gemacht und bin vielleicht ein bisschen von der anderen Seite an die ganze Problematik rangegangen, wie kann so ein Sattel passen. Weil ich wollte nicht irgendwas bauen, sondern das sollte auch dem Pferd passen. Mhm. Und da wurde eigentlich der Grundstein gelegt für dieses Messgerippe. Das hat jahrzehntelang guten Dienst geleistet, aber das war so eigentlich so die erste Erfindung. Ich habe das gar nicht so wichtig genommen, da gibt es auch keine Patente drauf und so weiter, aber das ist mittlerweile auch, sag mal, auch sehr etabliert, aber ist natürlich so sehr brachial und ja, nicht sehr genau, sagen wir mal so. Ich glaube, vielen ist es bekannt, das ist ein Gitter, das man auf den Pferderücken formt, um eine Passform erstellen zu können und dann einen Sattel anhand des Gitters bauen zu können. Christoph hat das Ganze dann aber natürlich noch optimiert und zwar Equiscan ist sicher vielen auch ein Begriff. Kannst du dazu was erzählen? Was ist Equiscan? Wie bist du drauf gekommen? Bin ich drauf gekommen. Das ist eine gute Geschichte. Klar habe ich jahrzehntelang mit dem Messgerippe gemessen und man verstellt das ja wieder für das nächste Pferd und das war für mich nicht zufriedenstellend, dass man da keine Daten hat von einem Pferd. Man macht sich die Mühe, misst das Pferd aus, macht eine Fotodokumentation und nachher verbiegt man das wieder. Und das war für mich nicht zufriedenstellend und von daher habe ich dann mal überlegt, was könnte man machen und in dem Zusammenhang ist man dann, wie können wir das speichern? Mhm. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auf die strukturierte Beleuchtung im Lichtschnittverfahren, hieß das damals, gekommen. Das war so ungefähr 18 Jahre her. Und dann hieß es, ja, wenn man den Messraum groß genug kriegt und die Messung schnell genug, dann kann man so ein Pferd auch optisch vermessen, also scannen. Das fand ich ganz toll und da haben wir gesagt, okay, das machen wir. Wir scannen so einen Pferderücken. Das haben wir dann auch ausgearbeitet, wurde auch auf der Vitana vorgestellt, gab es auch einen Innovationspreis für. Aber der Nachteil von dem Scannen ist, man hat nichts in der Hand. Ich habe eine sehr genaue Dokumentation mit zigtausenden von Messpunkten, aber ich habe nichts physisch in der Hand. Dann ging es natürlich noch weiter, ja, jetzt haben wir schon die Technik im Haus. Dann kann man auch mit dieser Technik kann man auch so einen Sattelbaum kann man scannen, den man händisch gemacht hat. Man kann den spiegeln und hat dann 3D-Daten von so einem Sattelbaum. Das ist aber natürlich auch eine tolle Sache. Gut, brauchen wir. Dann hieß es, naja, wenn du jetzt so ein Programm hast, wo man diese Daten verändern kann, von der Sitzlänge her, von der Winklung, also alle möglichen Bereiche vom Sattelbaum, auch die Unterseite fürs Pferd, die könnte man dann auf die 3D-Daten von dem Pferd anpassen. Dann mit diesem Programm kann man das sehr schön machen und dann hieß es, naja, okay, das brauchen wir natürlich auch, das Programm. Das war natürlich dann nicht alles. Man hätte dann, hat dann die Sattelbäume modellieren können. Aber dieses Fräsen dann, da braucht man natürlich so eine CNC-Fräse. Da habe ich gesagt, halt, stopp. So eine CNC-Fräse schaffen wir uns jetzt nicht an, für so einen Sattelbaum zu fräsen.
habe mich dann umgehört bei insgesamt 7 Firmen, die auch in der Holzverarbeitung fit waren, die auch CNC-Fräsen haben. Aber die Ernüchterung kam relativ schnell. Die Maschinen waren überwiegend ausgelegt für Plattenmaterial, also nicht so frei vorm Körper, wie das so ein Sattelbaum ist. Und letztendlich konnte es keiner fräsen. Also haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns so eine Fräse bauen lassen. Und ich habe gedacht, genauer kann man es nicht machen, besser kann man es machen. Also, wir brauchen so eine CNC-Fräse. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, was kostet das, wie schnell ist das amortisiert und so weiter. Ich habe gedacht, das genauer und besser kann man es nicht machen, also machen wir das. Und okay. Dann wurde so eine CNC-Fräse gebaut. Und so bin ich eigentlich dann da reingeschlüpft. Also es war nicht die Idee, wir bauen jetzt Sattelbäume aus Holz und tun die CNC-Fräsen. Das kam eigentlich über die 3D-Technik. Wahnsinn. Also nochmal kurz zusammengefasst. Erst Pferde scannen, ja, das heißt, ihr habt, genau. wie kann man sich das vorstellen? Scan-Technik war natürlich vor 18 Jahren noch nicht so weit. Das war ein Scanner, der über das Pferd gefahren wurde, hydraulisch. Dann wurde das innerhalb von wenigen Sekunden das Pferd dreidimensional vermessen und man hat dann eine Punktevolte Daten von dem Pferderücken. Und das haben wir genau 1,5 Jahre gemacht. Aber es ist natürlich auch eine statische Vermessung, wie das Messgrippe oder auch der heutige Topograph. Es ist eine statische Vermessung und man hat nichts physisch in der Hand. Und das ist eigentlich so die Problematik. Und das Pferd, es ist eine Momentaufnahme. Das Pferd bewegt sich, dann macht man die nächste Messung digital, hat man wieder eine andere Form. Und letztendlich ist das Wichtige, das Vermitteln der Pferderückenform. Also nicht nur eine Aufnahme. Und das Vermitteln habe ich eigentlich auch bei dem Messgrippe oder auch bei dem Topograph. Das Pferd wird sich während der Messung bewegen. Ja. Und wenn man ein Pferd auch dreimal scannt und dieses Scan übereinander legt, hat man 3 verschiedene Pferde. Okay. Und deshalb ist es wichtig, dass der Pferderücken einfach vermittelt ist in einer Art Nullposition. Als Ausgangspunkt für die Interpretation einer Passform oder das Herstellen von einem Baum oder was auch immer. Das heißt, durch das Scannen bist du dann auf die Entwicklung des Topographen? Das ist nochmal eine andere Geschichte. Okay. Also wir haben tatsächlich am Anfang, haben wir tatsächlich dann irgendwann nicht mehr die Pferderücken gescannt und haben dann das Messgerippe gescannt. Okay. Und haben dann geguckt, was haben wir denn eigentlich für einen Unterschied zwischen dem Messgerippe und dem dreimal gescannten Pferderücken. Oder auch heute mit dem Topograph. Dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich keinen Unterschied haben. Und ab da haben wir dann das Scannen des Pferderückens bleiben lassen. Und dann kam eigentlich erst die Idee, das numerisch zu machen über Rastergelenke. Das heißt, das Messgerippe war natürlich der Grundstock, die Idee. Das sieht ja auch noch aus wie ein Messgerippe, aber ist halt ein bisschen mehr Hightech. Und das Ganze funktioniert über Rastergelenke. Und hier ist eine Skala drauf. Jedes Gelenk hat eine Nummer und hier ist eine Skala. Das heißt, da kann ich einen Wert ablegen, lesen. Hier ist das nicht ausgesteift, hier ist ein ausgesteifter. Mit einer Viertelumdrehung werden die Gelenke verschlossen. Und dann kann ich den Pferderücken einlesen. Okay. Numerisch. Und dann im Hintergrund gibt es noch, der Dreh- und Angelpunkt ist eine Plattform, wo dann diese Daten gespeichert werden. Das heißt, darüber können wir auch wiederum 3D-Daten erzeugen. Und dann sind wir wieder im Hightech-Bereich, dass wir über diese 3D-Daten den Sattelbaum anpassen können und den Pferderücken abspeichern können. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt ist, ich kann eine Messung reproduzieren. Das heißt, das ist ja beim Messgerippe nicht möglich, es sei denn, ich hebe die alle auf. Und hier kann ich aufgrund eines Datenblatts, wo die ganze Numerik drauf ist, sind 98 Daten, kann ich die Messung reproduzieren und kann, wenn das Pferd vor einem halben Jahr vermessen worden ist, die Messung wieder einstellen, wieder auf das Pferd legen und der Pferdebesitzer sieht selber, wie sein Pferd sich verändert hat oder ob es sich verändert. Ob es breiter geworden ist, dann thront er so ein bisschen oben drüber oder ob wir hier Luft zwischen den Armen haben, dann hat das Pferd natürlich abgenommen. Und so kann ich dann wieder überprüfen, ist mein Sattel noch okay oder muss was geändert werden? Genau, ich kann also dann auch direkt, wenn der Topograph vom Pferd kommt, das in den Sattel reinlegen und gucke quasi hier durch den Pferderücken durch in die Passform des Sattelbaumes oder auch des Sattels. Das heißt, ich kippe das Pferd in den Sattel rein, so. Es gibt natürlich verschiedene Referenzpunkte. Der eine Referenzpunkt ist, dass die erste Rippe vorne
auf dem Schulterblatt ist und die zweite dahinter. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich weiß, wo befinde ich mich denn jetzt hier auf dem Pferderücken, wo muss ich den hier anlegen, auch in den fertigen Sattel. Die zweite sind wir da hinter dem Schulterblatt. Wir dokumentieren auch noch den 18. Brustwirbel, damit wir wissen, aha, da ist der 18. Brustwirbel. Mhm. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Lage im Raum, was ich ja so auch nicht. Das heißt, wenn ich das vom Pferd nehme, ist da die Frage, liegt das so auf dem Pferd oder so? Oder ist das vorne eher höher und der Rücken gerader? Mhm. Und diese Information gibt mir quasi hier diese Querlibelle. Das heißt, hier ist ein Zahlenwert drauf. Und dann kann ich schauen, da sieht man den. Ja. Und dann habe ich die Balance im Raum, wie der Pferderücken im Raum liegt quasi. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Balance des Sattels halt. Mhm. Wo wird der Reiter hingesetzt? Denn der Sattel kann ja durchaus dem Pferd schön passen, mhm. aber wenn der zu weit vorne bergauf oder bergab liegt, mhm. dann wird das Pferd natürlich falsch belastet. Und nimmt dann trotzdem, dass die Kraft von unten korrekt ist, einen Schaden. Nämlich mhm. Überbelastung im Schulterbereich oder Überbelastung im Lendenwirbelbereich. Also das klingt jetzt hier alles so einfach, aber was da dahinter steckt, das ist der absolute Wahnsinn. Das stimmt. Also diese ganze Entwicklung von dem Topograf hat über 3 Jahre gedauert, mhm. muss man sagen, bis das wirklich dann ausgereift war. Mhm. Und das kam natürlich immer eins zum anderen. Hier gibt es auch noch eine Querlibelle. Das heißt, die Curry ist ein Punkt, wo das dann wegen dem Magnet draufhält. Mhm. Und diese Information, das heißt, wie das hier, ja. dass das ausbalanciert auf dem Rücken ist und dass ich ja. darauf achte, dass das in der Waage ist. Dadurch, man kann es auch hier sehen, dass hier ist ein Pferd, was hier auf der linken Seite breiter ist mhm. wie auf der rechten. Und wenn ich das nicht beachte, dann kann ich die Asymmetrien nicht feststellen. Und hiermit kann ich also auch die Asymmetrien feststellen, rechts, links. Das ist auch eine wichtige Information für den Sattler. Denn wie wir Menschen sind auch die Pferde immer alle asymmetrisch. Mhm. Es gibt Rechtshänder, Linkshänder. Die meisten Pferde sind tatsächlich Linkshänder. Mhm. Und meistens ist auch dann die linke Schulter stärker ausgeprägt und so weiter. Ob man jetzt darauf eingeht, das ist eine andere Sache. Mhm. Aber ich möchte als Sattler wissen, wie ist die Anatomie, wie ist die Rückenform oder die Sattellage des Pferdes. Wahnsinn. Also muss ich echt sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Eben dieses Ding zu erschaffen, sich diese Art Gedanken machen, das über Jahre hindurch zu ziehen und eben ja, einen Mehrwert für die Pferdewelt zu schaffen, weil ich glaube, dass das ja, revolutionär war und ist in Bezug auf Gutes tun für die Pferde, dass eben die Sättel besser passen, dass die länger reitbar sind, dass die ja, besser geritten werden können. Das ist richtig und das ist natürlich so, dass man das jetzt nicht von heute auf morgen so einfach mal, dass man im Gedanken kommt, man steht morgens auf, ach so, ah ja, das erfinden wir jetzt. Ja. Das ist ein Entwicklungsprozess. Ja. Und generell gibt es ja mehr Leute, die dieses System verwenden? Genau, also ich habe das 2010 abgekoppelt von der Sattler Risa als eigenständige Firma, Equiscan, mhm. weil ich das auch anderen Sattlern zugänglich machen wollte. Mhm. Und mittlerweile ist es weltweit etabliert, von Taiwan bis Dubai, bis Amerika, USA. Mhm. Und über die Plattform können auch Daten ausgetauscht werden. Also es kann ein Pferd in Brasilien vermessen werden und in Deutschland oder in Spanien kann ein Sattel dafür hergestellt werden. Und zwar sattelunabhängig, also ein klassischer Sattel, als auch ein Western-Sattel. Genau, das ist eigentlich für alle Pferde geeignet, für alle Reitweisen, alle Satteltypen. Egal ob ein Dressursattel, Springsattel, Westernsattel, also es ist für alle Pferde und für alle Sattelarten geeignet. Super, mega. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Personengruppen, die damit arbeiten. Das sind einmal die Sattler, mhm. die das System nutzen, um Pferde auszumessen, um einen Sattel eventuell einfach umzupolstern oder auch neu herzustellen. Und wir haben noch einen neuen Beruf entwickelt, den sogenannten Pferderückenvermesser. Okay. Die Pferderückenvermesser werden von Equiscan ausgebildet mhm. und die sind in der Lage, ein Pferd professionell zu vermessen und auch eine Sattelpassform zu beurteilen und die stellen die Daten auf die Plattform. Der Vorteil ist da, dass die keine Sättel verkaufen mhm. und nicht irgendwie vom Vorgängersattler mhm. alles schlecht machen und mhm. den passenden Sattel im Kofferraum haben, sondern dass der Kunde eine absolut neutrale Aussage bekommt,
was mit der Passform seines Sattels los ist. Und der Kunde weiß dann nur nicht, okay, der Sattel passt oder passt nicht, sondern dem Kunden gehören dann die Daten. Mhm. Und der Kunde kann entscheiden, zu welcher Sattlerei er dann diese Daten weiterleitet. Und das ist ein sehr schönes Konzept. Und das kommt auch sehr gut an bei den Endkunden beziehungsweise auch bei den Pferdebesitzern halt. Das war ja hier auch noch nicht alles. Es ging ja auch darum, ja, damit kann ich jetzt ein Pferd vermessen. Mhm. Die Lage im Raum haben wir. Mhm. Und es gibt hier noch einen Vakuum-Sattelstand dazu. Das heißt, den kann ich auf den Bock legen, ein Vakuum ziehen. Das können wir vielleicht uns gleich mal anschauen. Und dann habe ich die Pferderückenform 1:1 in der Werkstatt. Mhm. Kann einen Sattel drauflegen und kann schauen, wo wird der Reiter hingesetzt. Und das gucken wir uns jetzt live an. Das ist der Sattelstand. Das ist im Prinzip ein Vakuumteil. Mhm. Wenn ich eine Messung eingestellt habe und die Messung in der Werkstatt reproduzieren möchte, kann ich das hier drauflegen. Wackel da ein bisschen hin und her. Okay. Und ziehe ein Vakuum. Ich kann das noch ein bisschen mehr anformen. Aber man sieht schon hier, das ist im Prinzip der Pferderücken. Der Pferderücken wird hier 1:1 wiedergegeben. Okay. Was ja wichtig ist für die Balance. Mhm. Und hier kann ich dann wieder die Libelle draufsetzen und kann schauen, wie lag der Rücken im Raum. Also der fällt jetzt hier. Das heißt, da lese ich den Wert ab und so lag der Rücken im Raum. Und dann habe ich im Prinzip die Pferderückenform 1:1 in der Werkstatt. Kann hier einen Sattel drauflegen, es kann sich sogar jemand draufsetzen. Und der Sattel liegt dann so wie auf dem Pferd. Was wir nicht haben, ist die Bewegung, logischerweise. Aber es ist ein wichtiges Tool für die Balance des Sattels festzustellen und auch eventuell auszugleichen. Das war das letzte Puzzle zu dem ganzen Messsystem. Das Messsystem ist insgesamt 7-fach ausgezeichnet und die letzte Auszeichnung gab es tatsächlich für diesen Sattelbock. Und das tut das ganze System komplettieren. Das zeigt schon, du bist ein Erfinder durch und durch. Ja, ich gebe mir Mühe, sagen wir mal so. Es ist nicht so, dass man da sagt, so, jetzt stehe ich mal auf und erfinde was. Das ist einfach eine kontinuierliche Entwicklung, wo man sich seine Gedanken macht und guckt, was könnte man eventuell noch besser machen, was ist sinnvoll. Das ist jetzt wirklich sehr schlüssig, das Ganze.